Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es immer noch um das Rechnen mit Termen. Wir sind diesmal wieder bei der Multiplikation, oder immer noch, muss man sagen, und zwar diesmal mit dem Faktor mal minus 1. Und um was geht es da ganz konkret? Wir Mathematiker benutzen das oft, das mit dem Faktor mal minus 1 multiplizieren, wenn wir Vorzeichen drehen wollen. Und das werdet ihr dann bei weiteren Videos von mir auch noch sehen, wenn es um das Thema Gleichungen geht. Mal minus 1 ist also immer eine Möglichkeit, um Vorzeichen zu drehen. Und vom Grundprinzip her könnt ihr locker mit diesem Faktor schon umgehen. Wir machen das nochmal ganz stringent, wie ihr es bislang auch kennt, wie man eben ausmultipliziert. Und ihr werdet aber auch sehen, das geht hier relativ schnell und einfach. Ja, wer sich schon wundert, warum ich hier bei dieser Aufgabe keine Klammer gesetzt habe, die muss ich hier nicht setzen. Ich kann das so lassen. Aber wenn ich sie umformulieren würde, die Aufgabe, ich schreibe sie unten nochmal hin und würde das Ganze so notieren, dann müsste ich unbedingt eine Klammer schreiben. Das dürft ihr so nicht einfach so darstellen, sondern hier steht das Mal neben dem Minuszeichen. Zwei Rechenzeichen so dürfen nicht direkt nebeneinander stehen, deswegen müsste hier eine Klammer kommen. Das wäre auch richtig, wenn man es so schreibt. Das nur als kurzer Hinweis. Ja, wir haben hier zuerst mal diesen ersten Weg. Und danach multiplizieren wir mit dem zweiten Weg. Und wir machen es wirklich mal ganz genau so, wie wir es bislang gelernt haben. Wenn kein Vorzeichen davor steht, ist immer ein Plus damit gemeint. Und das heißt, wir gehen diese drei Schritte durch, wie in meinen ersten Videos erklärt. Wir klären zuerst das Vorzeichen, danach die Zahl, danach die Variable. Und ihr werdet merken, das geht relativ gut. Fangen wir an mit den Vorzeichen. Minus mal Plus ergibt Minus. Dann die Zahl, 1 mal 3 ergibt 3. Und jetzt kommt die Variable. Hier steht nichts, also nur mal a. So, das ist mein Fall hier in grün. Und jetzt kommen wir zu meinem orangenen Fall. Vorzeichen klären, minus mal plus ergibt auch wieder minus. Dann machen wir die Zahlen, 1 mal 4 ergibt 4. Und jetzt kommen wir zu unserer Variable. Hier steht jetzt keine Variable, aber trotzdem, hier steht eine. Das heißt, dieses b müssen wir natürlich noch notieren. Das dürfen wir nicht einfach vergessen. Und dann wäre das hier das Ergebnis. Ja, und man sieht schon im Prinzip dasselbe, was hier steht. Aber die Vorzeichen, die in der Klammer waren, sind einfach getauscht worden. Das heißt, ich hätte auch theoretisch den Klammerinhalt schreiben können, einfach mit verdrehten Vorzeichen. Aus diesem Plus wurde ein Minus und aus diesem Plus wurde ein Minus. Und genau das bewirkt wiederum die Multiplikation mit dem Faktor minus 1. Das heißt, eine Umkehrung der Vorzeichen in der Klammer ist ein kleiner mathematischer Trick, den man manchmal braucht, um Vorzeichen zu drehen. Mehr nicht. Man kann es auch einfach als Übung nehmen, wie man ausmultipliziert, oder als Trick, Vorzeichen umzudrehen. Ja, gehen wir zum nächsten Fall. Auch da machen wir es nochmal ganz klassisch. Wir haben hier entsprechend den Fall mit minus 1 mal der Klammerinhalt und auch da multiplizieren wir das aus. Hier steht wieder nichts davor als ein positives Vorzeichen, das heißt minus mal plus ergibt minus, die Zahlen 1 mal 3 ergibt 3. Und die Variablen miteinander multipliziert. Hier steht jetzt keine, aber da steht eine, die dürfen wir also nicht vergessen. Das heißt, mal k hoch 2. Und das ist mein Weg, den ich hier in grün zuerst gerechnet habe. Dann kommen wir zu meinem Fall Nummer 2. In orange markiert, da habe ich noch eins vergessen. Minus mal minus ergibt plus. Zahlen multipliziert, 1 mal 9 ergibt 9. Und die Variablen, hier steht jetzt keine, aber da, und die darf ich nicht vergessen, deswegen m wird noch notiert. Und wenn ihr mal wieder genau hinschaut, das ist der Klammerinhalt. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, als Merkregel, nur mit gedrehten Vorzeichen. Aus dem Plus wurde ein Minus und aus diesem Minus wurde ein Plus. Ja, machen wir noch zwei Beispiele und ich denke, dann seid ihr fit. Wir wenden mal wirklich die Regel an, die ich auch gesagt habe. Mal minus 1 bewirkt ein Drehen der Vorzeichen in der Klammer. Das heißt, man könnte diese Zahlen, die in der Klammer stehen, und die Variablen erstmal so abschreiben.
Ich lasse bewusst die ganzen Vorzeichen weg. Wir machen es mal nicht nach der Multiplikationsregel, sondern nach der Regel, dass eben hier durch mal minus 1 Vorzeichen drehen stattfindet. Und da gucken wir einfach mal hin, wenn da ein Minus steht, ist es dann ein Plus. Und wenn da ein Plus steht, ist es ein Minus. Ja, und wer sagt, okay, das glaube ich gar nicht, wir können es nochmal nachprüfen. Minus mal Minus ergibt Plus. 1 mal 13 ist 13. Und die Variable nicht vergessen, s hoch 3 passt also. Und beim zweiten Fall, Minus mal Plus ergibt Minus. Zahlen multiplizieren, 1 mal 5 ergibt 5 und die Variablen m mal k. Das heißt, das funktioniert so, wie ich es euch gerade beigebracht habe. Und es geht natürlich nicht nur bei zwei Faktoren in der Klammer, beziehungsweise bei zwei Termteilen, sondern auch eben entsprechend bei 3. Und es ist also auch nichts anderes. Das heißt, ich würde hier nur den Klammerinhalt abschreiben, ohne Vorzeichen. Die lasse ich bewusst mal frei. Und dann kann man das Ganze jetzt relativ schnell drehen. Das heißt, Vorzeichen drehen, aus Minus wird Plus, aus Plus wird Minus und aus Minus wird Plus. Und schon bin ich fertig. Ja, noch eins, was ich erwähnen möchte. Manchmal gibt es in Mathebüchern auch Aufgaben, wo es eben heißt, klammere den Faktor mal minus 1 aus. Und wir erinnern uns nochmal dran, was wir als Regel hatten. Und zwar bedeutet ja dieses Ausklammern mit dem Faktor minus 1 eine Umkehrung der Vorzeichen in der Klammer. Also sowohl das Ausmultiplizieren als auch das Faktorisieren. Und was mache ich jetzt da also? Ich würde minus 1 vor die Klammer schreiben, mal, und dann schreibe ich den Klammerinhalt wieder hin, ohne Vorzeichen. Und jetzt drehe ich die Vorzeichen um, die hier stehen. Aus dem Plus hier wird ein Minus und aus dem Plus wird auch ein Minus. Diese Klammer, die ich hier übrigens geschrieben habe, die könnte man auch bewusst weglassen. Das muss man nicht schreiben, ist aber auch nicht falsch, wenn man sie schreiben würde. Wir schauen uns das Ergebnis hier ganz kurz mal an, ob das auch wirklich passt. Nämlich durch Multiplikation müsste ja wieder das entstehen. Schauen wir die Vorzeichen an. Minus mal Minus ergibt Plus. 1 mal 3 ist 3. Und das A noch passt. Zweiter Teil. Minus mal Minus ergibt dieses Plus hier. 1 mal 5, die Zahlen ergibt 5. Und mal B. Machen wir noch ein zweites Beispiel. 4a Quadrat minus, von mir aus 5m. Ist gleich, auch hier klammern wir wieder mal minus 1 aus. Das heißt, wir schreiben den Klammerinhalt ab, ohne die Vorzeichen zu verwenden. Vorzeichen frei. Hier steht ja ein Pluszeichen. Und wir drehen jetzt die Vorzeichen um. Das heißt, aus diesem Plus wird ein Minus und aus diesem Minus wird ein Plus. Und schon haben wir den Faktor minus 1 vor die Klammer gesetzt. Ja, kleiner Trick, große Wirkung. Das noch zum Schluss, wie gesagt. Und ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Üben.